Hauptstadtpatrioten. Der Podcast der jungen Alternative aus Berlin. Wollen wir anfangen? Ja, kannst du. Ja. Kannst du, ja. Hör auf mich zu betatschen. Hör auf damit, du No Homo. So, herzlich willkommen zur neuen Folge von Hauptstadtpatrioten. Schön, euch wieder zu sehen. Ja, seit langer Zeit mal wieder. Wir waren hier sehr beschäftigt, aber ihr habt uns vielleicht in diesen ganzen Sketches gesehen, die wir in letzter Zeit rausgebracht haben. Ja, zum Beispiel. Ja, gut, erstmal noch zwei. Das Coming Out von Martin beim Familienessen und wir haben natürlich auch unseren super Coach dabei, Coach Ben. Hi. Hallo. Richtig viele Abgeordnete haben in den letzten Tagen meine Tipps angenommen und ein Heidengeld damit verdient. Das glaubt ihr nicht. Seit ich eins das Pro-Seminar bei Coach Ben genommen habe, bin ich Multimillionär. Korte hat einfach bei dir nach, oder? CDU-Korte. Ja, der hat gleich gesagt, so viel Kohle, wie ich verdient habe, ich brauche nicht mal CDU-Mitglied zu sein. Der hat sich gleich selbstständig gemacht. 2 Mille hat er mitgenommen wohl. Ja. Dagegen ist das Abgeordnetengehalt nix. Aber erzähl mal ein bisschen zum Hintergrund. Warum sind wir dazu gekommen? Wir hatten einfach schon länger die Idee, dass wir ein bisschen Comedy von rechts machen sozusagen. Ja? Und dann hatten wir halt die Idee mit dem Sketch, mit dem Martin, wie er sich da outet. Und es hat dann, ja, wie haben wir es entwickelt? Wir haben erstmal ein Drehbuch geschrieben. Das Drehbuch hatte ich schon vor 6 Monaten geschrieben, genau. Eigentlich. Das wurde dann nochmal von mir ein bisschen korrigiert. Die Rollen wurden zugewiesen, die Schauspieler wurden gefragt, beziehungsweise wurden gar nicht gefragt, wurden einfach eingeplant. Ja. Und hab gesagt, du machst es jetzt. Genau. Dann haben wir hatten gar kein Casting, wir haben überhaupt keine Profis an der Seite gehabt, wird man auch sehen. Alles self-made. Ja. Und über 1 Million Menschen haben es schon auf Facebook gesehen. Und auch Hütte ging das ganz gut ab, aber auf Facebook ging es besser. Ja. Ja, und wir haben auch sehr viel positive Resonanz bekommen. Also ich freue mich echt, also tausende von Kommentaren. Und E-Mails und viele haben auch gespendet. Das ist übrigens etwas, um das wir nochmal hier bitten. Wenn ihr unsere Arbeit gut findet und wenn ihr mehr solcher Sketches sehen wollt, dann spendet an die junge Alternative Berlin. Link kommt hier. PayPal oder Konto ist uns egal. Wir können jedes Geld gebrauchen. Aber was lustig war, für mich war das ein super anstrengender Tag, muss ich sagen. Also ich fand den Tag voll geil, den Dreh. Der war geil, aber weißt du, was ich für Rollen hatte? Ich war erstmal der Papa. Ja. Dann zwischenzeitlich am Anfang sogar noch Kameramann, gleichzeitig noch manchmal Tonmann und dann noch so hier und jetzt, okay und jetzt so, das war total lustig, aber du hast auch einen guten Job gemacht, muss ich sagen, hinter der Kamera. Also er war auch, die meiste Zeit warst du hinter der Kamera. Ich war aber auch Pfizer. Ja, genau. Alhamdulillah. Und dann kam der supergeile Skandal mit der CDU. Genau, das mussten wir einfach nutzen und ja, wir hatten uns gedacht, kennen wir irgendeinen komischen, holländisch-amerikanisch sprechenden Typen, dem wir unser Geld anvertrauen würden? Da fügen uns natürlich nur Ben ein. Das war ja so, wie war das? Wie sind wir auf die Idee gekommen? Ben, erzähl mal. Gut, also wir haben immer diese Werbung angezeigt bekommen auf Facebook, YouTube, wie auch immer. Ich bin Selbstständiger. Mein Stundensatz war damals 800.000 Euro und ist jetzt, dank meiner neuen Technik, 1,2 Millionen Euro pro Sekunde. Vor allem, das sind so Typen, deren Bart noch flauschiger ist als deiner, ne? Ja, also so unter 18 gefühlt. Aber wir waren ja zusammen im Auto auf dem Rückweg, könnt ihr euch erinnern? Da dachte ich mir, was die Haare kann ich mir auch schmieren. Rückweg vom Parteitag war das. Genau. Und Rücken vom Beitrag und keine Ahnung, Bens Autismus hat einfach gekickt in dem Moment. Masken, ihr müsst sie alle haben. Ich sag, Ferdinand, schreib's auf. Ferdinand holt Handy raus, aufgeschrieben und dann haben wir das ganz schnell produziert. Der 7er BMW, der dort war, gehört noch nicht uns. Aber wenn ihr uns spendet, dann gehört er bald uns. Den haben wir aber extra geliehen dafür, damit die Kulisse stimmt. Und wir haben schon weitere Sketch in Planung. Wenn ihr aber auch selber Ideen habt, wo ihr sagt, boah, das wäre so lustig und ich bepisse mich selber gerade davon nur bei den Gedanken, wenn so ein Sketch rauskommt, dann schreibt doch uns die Idee gerne auch in unsere E-Mail und dann schauen wir mal, vielleicht klappt es und dann setzen wir es um. Also wir haben noch einiges vor, wir wollen in diesem Jahr sehr viele Clips produzieren, wenn es möglich ist und dafür kommt diese Sendung dann nicht mehr so oft. Ja, also wir haben jetzt über 10 Folgen Hauptstadtpatrioten, glaube ich, gemacht und hat uns auch sehr viel Spaß gemacht.
Aber das war natürlich ein Projekt für die Corona-Quarantänezeit, Lockdown-Zeit. Und jetzt, wo der Frühling so langsam wieder anfängt und die Temperaturen steigen, wir gehen natürlich auch in den Wahlkampf so langsam. Ne? Es ist ja ein Superwahljahr und deswegen wird es von den Hauptstadtpatrioten ein bisschen weniger geben. Das ist nicht das Ende, aber da wir damit rechnen können, dass es mehr Lockdowns gibt und wir alle weiterhin auch im Herbst wieder eingesperrt sind in der Regierung, dann wird es auch mehr hiervon gehen. Und vor allem, wenn wir rausgehen, dann könnt ihr auch gerne mitkommen und uns persönlich kennenlernen. Und, genau, ihr könnt uns einfach anschreiben auf HitA Berlin, auf Instagram. Wenn ihr von Ben ein paar Tipps braucht, direkt so mal, dann guckt ihr euch eure Anlagepläne mal an. Aber selber, investierst du in so Masken oder? Ja, also ich habe wirklich alles im Angebot, ne? So von Stoffmasken bis hin zu neuartigen Kunststoffmasken, habt ihr nicht gesehen? Und Gasmasken auch. Gasmasken, ja. Ja. Und ich war ganz früh in der Pandemie mit einer NADO-Gasmaske unterwegs, Modell 2. Golfkrieg, schützt ganz gut gegen Viren auch, also kann ich nur empfehlen, habe ich auch einige auf Lager. Für ein Sonderangebot, ja. Gibt es so einen Promocode, den JA Berlin, den man so einbringt und dann kann man in deinem Shop dann die Masken günstiger. Ja, Promocode JA 2021, Masken, Masken, Masken. Wenn man den eingibt, auf der Webseite CDU-Mitglied werden, die dann wirklich. Ja, und auch, was bekommt man dann? Wenn du einen Freund empfiehlst, bekommst du extra Bonuspunkte in meinem Bonussystem. Ah. Sehr gut, also okay. Gleich ein Schneeballsystem mit integriert. Perfekt. Okay, Leute. Ja, und wir haben heute einen Gast bei uns auch in der Sendung. Jetzt geht es ein bisschen ernster zu. Der erzählt über seine Arbeit im Abgeordnetenhaus. Er ist etwas ein stillerer Kandidat, aber dafür umso tiefgründiger und erzählt uns ganz interessante Sachen aus dem Abgeordnetenhaus. Wir begrüßen mit euch zusammen Hanno Bachmann. Richtig. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier bin. Wie es schon gesagt wurde, habe ich ein weites Feld zu bestellen im Berliner Abgeordnetenhaus. Also ich bin migrations- und integrationspolitischer Sprecher und bin aber weiterhin auch noch Mitglied im Innenausschuss und im Rechtsausschuss. Und im Innenausschuss bin ich unter anderem auch mit dem Thema kriminelle Clans beschäftigt, was er hier in Berlin auch einen Schwerpunkt hat. Also Integration, wie läuft es denn da so gerade? Naja, natürlich bei manchen läuft es ganz geräuschlos und gut. Mhm. Wir scheren ja nicht alle über einen Kamm, aber bei manchen läuft es halt auch wirklich schlecht. Und zu denen gehören eben diese Clans, die schon in den 80er Jahren, damals aus dem Libanon, über die DDR interessanterweise nach Berlin gekommen sind als Asylbewerber, sich dann hier festgesetzt haben und eben diese archaischen Verhaltensweisen, die sie aus ihrer Herkunftsregion kannten, hier ja. Ungehindert fortgesetzt haben und sich jetzt zu einem wirklichen Machtfaktor in der Stadt, in manchen Stadtvierteln entwickelt haben und so auch schon die Herrschaft über die Straße im bestimmten Bereich Neuköllns übernommen haben. Es gab ja auch letztens unheimliche Schießereien zwischen Tschetschenen und Arabern mitten in Kreuzberg oder Neukölln oder so. Genau, im Wedding war es, glaube ich, aber das spielt keine Rolle. Jedenfalls, klar, die tragen ihre Auseinandersetzungen, also vom Baseballschläger bis zur Machete, aber jetzt auch eben mit Schusswaffen gerne mal aus. Und da kann es eben auch, ist sehr reiner Zufall, reines Glück, dass es noch keine Unbeteiligten getroffen hat. Also du bist für die Integration zuständig. Integration bedeutet für mich immer, dass die Leute herkommen und sich anpassen an die Gesellschaft. Wir haben schon längst verstanden, dass es nicht so gemeint wird da draußen. Jetzt mal die zu Integrierenden, sag ich mal, ausgeschlossen. Was sagen die Politiker? Was sagen die Grünen? Was sagen die SPDler? Was sagen die Linken, also die hier in Berlin regieren, zur Integration? Sieht man, dass sie wirklich Integration wollen, so wie sie es immer sagen? Oder haben sie überhaupt nicht, dass sie... Also man hört ja immer so viel Negatives davon, ja? Wie sie das managen. Aber ja. Ist das wirklich so? Also das Interessante ist, dass jetzt neuerdings die Linken den Begriff Integration oder den Anspruch Integration völlig aufgegeben haben. Also es geht jetzt nur noch um Partizipation in der Gesellschaft der vielen, so nennen die das. Es ist also nicht mehr so, dass es eine Aufnahmegesellschaft gibt und die
Zuwanderersicht dann deren Gebräuchen und Gepflogenheiten und deren Rechtssystem anzupassen haben, sondern es geht um ein, so nennen die das, tägliches Aushandeln aller mit allen und alle sind gleich von vornherein. Und, der Begriff Integration, den gibt es halt nicht. Nee, interessanterweise, also wir haben jetzt ja eine Novelle des hieß früher Integrationsgesetzes hier in Berlin und der heißt jetzt nur noch Partizipationsgesetz und da steht explizit in der Begründung drin, Integration trennt sozusagen zwischen denen, die schon länger da sind und den Neuankommenden und irgendwann sind wir ja alle Neuankommende und deshalb ist das zu trennend und deshalb geben wir das von vornherein auf. Das ist die Aufgabe des republikanischen Staates, auch der Identität, hin zum Vielvölkerstaat quasi. Genau. Aber die verrennen sich ja auch selber zum Teil, ne? Die verrennen sich völlig, ja, also es ist natürlich weltfremd und kann nicht funktionieren. Also wir als AfD sagen auch ganz klar, Integration ist eine Bringschuld, das ist ein Leitsatz in unserem Programm, wobei wir auch ein bisschen diskutieren, sagen wir Integration oder Assimilation. Und die sagen halt, die wollen eigentlich gar nichts von den Einwanderern. Also das Interessante an diesem Gesetz ist auch, dass dort keine einzige Pflicht der Zuwanderer geregelt ist. Also was wir von denen erwarten, zum Beispiel, dass sie Deutsch lernen, sondern es sind nur Rechte und Ansprüche der Zuwanderer gegen uns als Gemeinschaft der Bürger, also gegen den Staat. Das sind ja letztlich wir alle geregelt, welche Ansprüche und Teilhabe die haben bis hin zu dieser... habt ihr ja sicher mitbekommen, Migrantenquote, die diskutiert wurde. Wobei, das geht ja dann wiederum nicht. Das widerspricht sich. Wenn wir gerade gesprochen haben, dass es nicht integriert werden soll, sondern man ist ein Teil eines großen Nichts, was muss dann noch gequotet werden, sagen wir mal so, wenn man konsequent ist. Ja. Oder man hat ja auch ein Problem gehabt mit, wenn man sagt, dass die Integrierten, ja, die Ausländer Deutsche sind, wie unterscheiden wir dann die Kerndeutschen sind? Und wie können wir diesen ganzen, ich sag mal jetzt, Schuldkult weiterhin betreiben, ohne dass wir die Neuen irgendwie belassen? Und dann kam so ein schöner Begriff, irgendwie Einwohner mit Nazi-Hintergrund oder so. War ja so ein Vorschlag im Gespräch. Also wirklich, dass man statt Migrationshintergrund dann sagt... Also für die Autochonen dann. Genau. Genau, weil die... Denen gefällt der Begriff Menschen mit Migrationshintergrund nicht. Manche fühlen sich ja durch alle stigmatisiert, so auch durch diesen Begriff. Und dann so als Konter haben sie gesagt, nein, dann seid ihr ja Menschen mit Nazi-Hintergrund. Wenn wir Menschen mit Migrationshintergrund sind, also völlig verrückt. Aber ja, es ist natürlich inkonsequent, aber sie verlangen einerseits Privilegien aufgrund bestimmter Eigenschaften, Frau, Migrant, Schwarzer und andererseits soll es diese Eigenschaften aber gar nicht geben. Also die gibt es immer nur, wenn man fordert und jetzt begründen sie das auch mit negativen Zuschreibungen. Also es gibt keine Rassen, aber wenn man jemanden diskriminiert aufgrund einer rassischen Zuschreibung, dann wiederum kann man daraus dann doch wieder Opferrechte herleiten. Absolut. Also es wird immer komplizierter und absurder, aber das hat die Linken noch nie gehindert. Aber die werden das durchdeklinieren, quasi so lange, bis die autochthone Bevölkerung in der Minderheit ist. Ne? Was ja auch nicht mehr so lange hin ist. Wenn man sich anguckt, wie sich die Demografie in Berlin verändert, auch seit 2015, ich meine, sie werden dann ja du wirst ja die aktuellen Zahlen da haben, ne? Ich meine. Ja, die Migrantenquote, die jetzt angestrebt wird, liegt bei 36%. Also 36% der Berliner haben eine Migrationshintergrund. Wobei das Absurde ist, das wird beim öffentlichen Dienst gar nicht erfasst bisher. Also, oder allenfalls freiwillig. Also da wird es schon mal haarig und. Aber das Hauptproblem ist natürlich, dass unser Grundgesetz ganz klar sagt, der Zugang zum öffentlichen Dienst hängt an Eignung, Befähigung und Leistung. Das ist das sogenannte Prinzip der Bestenausliese, heißt das. Damit haben Linke natürlich ein Problem mit dem Begriff, mit beiden Teilen. Beste ist ja Elite, wollen sie nicht, und Auslese ist Wettbewerb, wollen sie auch nicht. Aber noch gilt die Verfassung, deshalb müssen sie es so ein bisschen hintenrum machen, also können keine harte Quote machen, dass sie wirklich sagen, jetzt 36,5%, weil das wäre verfassungswidrig, sondern sie machen das jetzt über Förderpläne und Zielvorgaben. Also beispielsweise ein Vorgesetzter, der in seiner Abteilung besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund hat,
erfüllt dann diese Zielvorgabe und kriegt eine bessere Beurteilung und wird dann leichter befördert. Also durch diesen Weg durch die Hintertür werden die jetzt versuchen, diese Quote doch zu erreichen. Also das Gesetz liegt noch nicht vor, weil die Linken, die Senatorin, die wollte ursprünglich eine harte Quote, obwohl es verfassungswidrig ist, aber das hat sie ja bei den Paritätgesetzen zum Beispiel, die jetzt in Thüringen und Brandenburg kassiert worden sind, mit der Frauenquote im Parlament auch nicht interessiert. Mit dem Recht hat man es nicht so, wenn es einem im Weg steht. Das habe ich auch gelernt in den 4 Jahren, die ich jetzt hier im Parlament bin. Und die ist aber dann von der SPD so ein bisschen zurückgepfiffen worden. Also die SPD wollte es nicht ganz so hart, hat dann gesagt, naja, das ist vielleicht doch verfassungswidrig. Aber hätten wir dann schon Möglichkeiten, diese Leute dann zu bremsen irgendwie auf parlamentarischen Wege oder durch einen Rechtsweg? Die AfD, könnt ihr die dann klagen, wenn sie mal... Wir können leider nicht klagen. Also es gibt ein Privileg von Fraktionen im Parlament, dass die Gesetze zur Überprüfung stellen können an den jeweiligen Verfassungsgerichten. Das ist aber allerdings an ein Quorum gebunden von 25% der Parlamentsangehörigen. Das heißt, das schaffen wir in Sachsen und vielleicht noch in Sachsen-Anhalt, weil wir da sehr große Fraktionen haben. Aber hier in Berlin zum Beispiel wären wir immer angewiesen auf die Mitarbeit der CDU und der FDP, die mit uns aber auch in dieser Sache nicht kooperieren. Also CDU und FDP haben zum Beispiel den Mietenspiegel vor das Bundesverfassungsgericht gebracht, den Berliner Mietenspiegel. Das hätten wir alleine leider nicht gekonnt. Also da muss man dann, wenn man jetzt als Deutscher, als Autochthoner dann diskriminiert werden würde aufgrund dieses Gesetzes, dann könnte man klagen als Individuum, als diskriminierter Bürger oder Beamter. Aber uns wäre da erstmal die Hände leider gebunden. Wir könnten dann nur den wissenschaftlichen Dienst beauftragen, dass er mit einem Gutachten feststellt, das ist verfassungswidrig, aber das ist im Gegensatz zur Gerichtsentscheidung nicht verbindlich. Also leider haben wir dieses Quorum nur in wenigen Bundesländern. Kommen wir mal zu dir. Eine direkte Frage. Was qualifiziert dich, dass du dich eben mit diesem Migrationsthema auseinandersetzt, beziehungsweise was ist dein Werdegang, bevor du ins Parlament gekommen bist? Ja, ich bin von meiner Ausbildung her Volljurist, also mit Befähigung zum Richteramt, so nennt man das, und habe dann verschiedene Stationen durchlaufen. Also war in Bayern mal bei der Justiz, bin dann, hat es mich nach Berlin gezogen, da war ich bei der Bankenaufsicht hier. Ja. Wo? München. Ich bin gebürtiger Münchner, hört man nicht, echt? Gell? Aber hört man wirklich nicht. Nee. Ja, aber ich bin, meine Eltern sind sogenannte Zugkroster, also ein Vater aus Niedersachsen, Mutter aus NRW. Und Preisen. Ja, genau. Und in München spricht man auch, ist bayerisch auch nicht mehr so allgegenwärtig, ja, dass das so abfärben würde. Also ich verstehe es. Ich mag es auch, aber da ich es selber nicht richtig sprechen kann, dann soll man es lieber bleiben lassen, wenn man es nicht kann. Ja, das fällt sofort auf. Ja, genau. Die werden wahrscheinlich jetzt auch die Bayer über mich lachen, über die paar Worte, die ich hier gesagt habe. Ja, ja. Das kriege ich auch noch hin, das bisschen. Ne? Genau. Also, du hattest noch irgendwie Senatorin Breitenbach. Die ist ja auch sehr umtriebig. Kannst du noch zu der Frau ein bisschen was erzählen? Ja, die ist natürlich so eine Vorkämpferin dieser ganzen linken Ideologie, also eine Senatorin der Linken für Integration, Arbeit, Soziales, die jetzt auch diese starre Migrantenquote durchpeitschen wollte und die auch verantwortlich ist für die ganzen modularen Flüchtlingsunterkünfte in Berlin, die durchgedrückt werden. Also die ist da wirklich eine ideologische Hardlinerin und hat sich jetzt aber an einer Stelle überzogen. Also die fördern auch sehr viel aus ihrem Etat, so Asylprojekte. Also Asyl ist ja auch ein großes Business, darf man nicht vergessen. Da hängen viele Leute, Leute dran. Also angefangen immer, weil jede Flüchtlingsunterkunft, da gibt es einen Vertrag für ein Sicherheitsunternehmen und einen Vertrag für ein Betreiberunternehmen. Und da sind dann also Diakonie, Caritas, Rotes Kreuz, AWO, Parität, sind da so die großen Player, die dann immer diese Verträge abgreifen. Sag nur AWO-Skandal. Genau, AWO-Skandal. Und dann gibt es so verschiedene noch Asylinitiativen. Und da hatten wir jetzt den Fall, dass eine dieser Initiativen rechtswidrig gefördert worden ist, also das war mit der Landeshaushaltsordnung nicht vereinbar. Und das wurde dann durchgestochen, kam in die Medien. Und dann habe ich mich dafür interessiert und habe gesagt, das ist ja dann, also wenn die wusste, dass sie hat dann Anweisung erteilt, Gelder auszuzahlen, entgegen den ausdrücklichen Rat der zuständigen Fachbehörde.
Und dann habe ich gesagt, naja, das ist dann Untreue zulasten des Steuerzahlers und habe sie angezeigt bei der Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt vor kurzem auch tatsächlich Ermittlungen gegen sie aufgenommen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Wie fühlt man sich da? Ne? Fühlt man sich gut, noch besser würde man sich fühlen, wenn sie zurücktreten würde. Ja. Das hängt jetzt wahrscheinlich davon ab, ob sie tatsächlich angeklagt wird oder nicht. Eine Senatorin ist ja schon gefallen, glaube ich. Ne? Genau, die Frau Lomscher ist schon weg. Ja. Gegen die Frau Breitenbacher wird ermittelt und gegen Lederer wird auch ermittelt. Also eine bemerkenswerte Bilanz der Linken, mit drei Senatoren gestartet. Gegen alle drei wird jetzt im Lauf ihrer Amtszeit strafrechtlich ermittelt. Kann man sagen, auf unser Hinwirken, ja. Ja, ja, genau. AfD wirkt. Erstens, zweitens sieht man, wie der Filz noch bei den Linken funktioniert. Mhm. Die Linken sind für mich so wie die CSU in Bayern. Ja, die haben lange regiert, sind hier verwurzelt, sind die konservative Partei, wenn man so sagen möchte. Ja, also woran sich die Alten klammern, wenn sie wählen. Und sie ist in allen Strukturen drin, verwurzelt, egal was für Prozente sie bekommt. Ja, das mit den Strukturen ist wirklich, die haben ja ein riesiges Netzwerk aufgebaut an Vereinen, die sich über die Staatskasse, über den Haushalt finanzieren, und da sind die ganzen linken Aktivisten, haben da ihre schönen Versorgungsposten. Und, ne? Und genau. Sie leben nicht das, was sie predigen, die Milliarden haben sie noch wahrscheinlich auf dem Schweizer Konto. Man muss sehen, die Linken, da gibt es ja so die Altlinken, noch so die SED-Kader, die sterben jetzt langsam weg, und jetzt kommen so die neuen Linken, die sind natürlich auch so politisch bisschen anders ausgerichtet, die sind voll auf diesen linksidentitären Trip, also Minderheiten stehen über allem nicht mehr so soziale Gerechtigkeit. Die sind also so transsexuelle. Sarah Wagenknecht ist noch der verloren auf dem Ball. Genau. Dieser Bereich wird jetzt so langsam abserviert und ersetzt durch das Antifa-Milieu und das linksidentitäre Milieu bei den Linken. Das sieht man recht deutlich. Und da sind jetzt eben auch die Projekte, um nochmal auf dieses eine Projekt zurückzukommen. Das war also so eine Webseite, Berlin hilft heißt das. Ein Mannbetrieb von jemandem, der vorher, so hört man, Aktfotograf war und dann irgendwie da eingestiegen ist 2015. Und dann eben diese Webseite konzipiert hat, aber die mehr so eine politische Aktivistenseite ist. Und dann ab 2017 hat er eben dann Fördergelder bekommen, also mit Amtsantritt von Rot-Rot-Grün, 40.000 Euro im Jahr, auf Basis eines Vertrages, wo explizit drinsteht, er muss keine Stundenzahl abrechnen und muss auch sonst seine Aktivitäten nicht nachweisen. Also er bekommt erstmal die 40.000 und dann kann er schauen, was er dafür macht. Wahnsinn. Also ich habe in meiner Parlamentsrede gesagt, es ist eher ein bedingungsloses Grundeinkommen als ein Dienstleistungsvertrag. Ja, das ist nicht schlecht, 40.000. Für Berliner Verhältnisse, vor allem für wahrscheinlich unstudierten, unausgebildeten Linken, ist das schon richtig gut, ne? Also so ein typisches Beispiel, also der wurde dann auch mal von der zuständigen Verwaltungsmitarbeiterin gefragt, was machen Sie eigentlich? Da hat er gesagt, naja, ich befinde mich im Umbruch, und eigentlich wollte er 2015 ein Studium aufnehmen und dann ist aber... Und wie alt ist er? Ich glaube, er war damals so 30. Ja, Hanno, vielen Dank, dass du bei uns warst. War ein sehr interessantes Gespräch. Wir sind schon bei 20 Minuten, ne? Glaube ich. Ja, wir die Zeit verging schnell. Und ansonsten bleibt auf dem Laufenden, schaltet wieder ein, lasst ein Like da, teilt das Video. Und ihr habt ja gerade gehört, was die AfD bewirkt, wenn man sie wählt. Ja? Richtig. Senatoren der Linken zu Fall gebracht. Und der Hanno Bachmann hat auch eine Facebook-Seite, da könnt ihr auch eure Like hinterlassen und euch über die Aktivitäten unseres Abgeordneten informieren. Und ansonsten, war es das für heute, glaube ich. Ne? Tschüss. Besucht uns auf Instagram unter Junge Alternative Berlin oder auf www.jungealternative.berlin.